Willkommen bei den Map News. Heute gibt es ein kurzes Video und wir starten gleich mit der Three Lakes Farm. Ich habe das hier ausprobiert. Hier sollte nämlich das Row Crop System hinzugefügt worden sein. Das Einzige, was ich hier gesehen habe, ist, ja, hier habe ich auch mal, bin ich auch kurz durchgefahren. Ja. Wie gesagt, das Einzige, was ich bemerkt habe, ist, dass der Mais extrem dicht ist und das merkt man halt auch in den FPS-Zahlen von den ganzen, genauso wie hier der die schwarzen Bohnen und ja, Ganze. Also irgendwas scheint hier nicht so richtig zu funktionieren, wie es auf den Bildern ersichtlich ist. Und ja. Version 1.2 ist die neueste Version und schauen wir uns hier mal das alles auf Forbidden Ones an. Ja, Three Lakes Farm Workshop. Ja, das 1.2 ist nur diese Änderung. Mehr gibt es hier nicht. Und der Mapper heißt, na gut, das gibt es ein paar. Lost Gamer bzw. Pedro Cavallet. Und gut, mehr gibt es hier nicht. Dann geht es weiter mit der 8. Dieck Version 5.1 von NDS Modding. Ja, eine fiktive Vierfachkarte. Dann haben wir auch noch Precision Farming Ready, Productions Reframe und ja, Vierfach Map getestet. Was haben wir dann noch? Ja, für Baumschubser gibt es etliche Wälder, vier Biogasanlagen. 128 High-Types, Multi-Terrain-Boden, so, Multifrüchte, Dinkelklee, Luzerne, Roggen, Hirse, Radikale, Zwiebeln, Möhren, also Karotten, Grünroggen und eine neue Zwischenfrucht. So, das wäre im Prinzip im Großen und Ganzen diese Karte. Ein Zusatzpaket gibt es zum Runterladen, das habe ich jetzt nicht. Und natürlich sind alle Karten unten in der Beschreibung verlinkt. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden sein wollt, dann abonniert den Kanal. Folgendes wurde jetzt gemacht, nämlich kleine Fixes wurden auf der Karte und der dazugehörigen Mods gemacht. Ein neues Savecam wird nicht benötigt. Hier steht wieder das mit dem Zusatzpaket. Und Auto Drive gibt es auch. In der Place selbst XML des Savecams. Einfach das Empty Palette Productions, Filename so und so und alles drum und dran, wurde das Ganze geändert. Für ältere Versionen gibt es keinen Support. Ja, das wäre es mit der 8. Dirk und dann 8. Dirk, schauen wir sich mal kurz noch die Bilder an, sofern vorhanden, damit man sich ein bisschen was vorstellen kann. Ja, Bäuerhaus und so sieht die Karte der Hof aus, beziehungsweise auch der Lohnunternehmer. Und wie gesagt, so schaut die Karte aus. Rundherum fehlt mir ein bisschen was, aber so schlecht schaut sie ja nicht aus. Und naja, die Texturen sind, glaube ich, schon ein bisschen älter. Na gut, bei der Nordfriesischen Marsch vierfach. Und ja, da gibt es natürlich zwei, einmal mit und einmal ohne Gräben. Versionen Vielfachkarte. Und was wurde geändert in Version 3.7.1? Nämlich der Miststreuer mit Kalkfunktion ist wieder zurück und das ist alles. Und ja, wie gesagt, Feed Action ist der Mapper und da gibt es halt viel zu tun, was eine Vielfachkarte ist. Gibt es wie gesagt einmal mit Gräben und einmal ohne. Beide sind natürlich in der Beschreibung unten verlinkt für euch. Und ja, Kunde, was das mit dem Map News? Dann sage ich auf jeden Fall mal Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst mir ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal in 2 Tagen. Ciao, ciao.